Hallo, liebe Space Ranger. Ist es euch vielleicht auch schon mal so gegangen, dass eure Festplatte vollgelaufen ist und ihr wisst gar nicht, wo sich die Dateien und Ordner überhaupt befinden? In diesem Video möchte ich euch erklären, wie ihr die Festplattenauslastung ermitteln könnt. Dazu gebe ich als allererstes in einem Terminal einmal den Befehl df für Disk Free minus h für Human Readable ein. Hier sehe ich bereits meine Root-Partition defstr2. Diese wird auf slash gemountet, slash ist immer mein Wurzelverzeichnis und hat eine Gesamtgröße von 20 GB. Davon sind bereits 16 GB benutzt und nur noch 3,8 GB frei. Ich weiß, ich habe einige Dateien in meinem Home-Verzeichnis heruntergeladen, ich weiß aber gar nicht genau, wo sich die überhaupt befinden und welche davon denn jetzt eigentlich die großen Dateien sind. Ich möchte also ermitteln, was in meinem Home-Verzeichnis den ganzen Platz braucht. Als allererstes möchte ich aber erstmal herausfinden, wie viel Platz mein Home-Verzeichnis denn überhaupt in Anspruch nimmt. Ich bin in meinem Home, das sehe ich durch PWD, falls nicht, gebe ich einfach CD gefolgt von Enter ein und ich bin in meinem Home-Verzeichnis und kann dort den Befehl du disk usage minus h gefolgt von s für summary eingeben. Oh, ich sehe also, in meinem Home-Verzeichnis brauche ich alleine schon 4,6 GB an Platz. Jetzt könnte ich zum Beispiel mal das Summary weglassen. Ich gebe einfach nur du-h ein und sehe dann alle Ordner in meinem Verzeichnis mit der Größe vorangestellt. Ich könnte mir das Ganze jetzt auch noch sortieren. Pipe, also ich leite die Ausgabe des Befehls in einen anderen Befehl um. Sort, S-O-R-T, zum Sortieren der Ausgabe. Minus H, auch wieder Human Readable, damit das Format identisch ist. Und gebe Enter ein. Und jetzt sehe ich hier, jetzt wird mir die Ausgabe sortiert. Von ganz klein, 668K, bis zu 1,2 Megabyte. Und hier auch schon die größeren Ordner. Jetzt werden mir in diesem Fall aber Dateien gar nicht mit angezeigt. Ich möchte jetzt aber hier die einzelnen Dateien sehen, also gebe ich du-ha ein für all, drücke nochmal Enter an dieser Stelle und sehe schon, oh, hier verbirgt sich eine große Datei, nämlich meine Linux-Distribution TuxWiz, die aktuelle ISO, die ich hier heruntergeladen habe. Diese ist 4,1 GB groß. Ich habe also auf einfache Weise schon den Übeltäter erwischt. Ich könnte die jetzt löschen oder ich brauche sie natürlich, weil meine Linux-Distribution will ich ja haben, könnte sie vielleicht an eine andere Stelle kopieren. Hier sehe ich aber zum Beispiel auch, ich brauche in meinem Verzeichnis Linux-Wallpapers bereits 25 MB und auch mein Firefox-Profil hat bereits 31 MB. Insgesamt. Mit ls könnte ich mir zum Beispiel auch die Dateigröße angeben, ls-al, das haben wir bereits gelernt. Hier werden die Dateigrößen allerdings in Byte angegeben. Jetzt mache ich auch mal ls-alh und sehe dann hier auch die Dateigrößen in einer menschenlesbaren Form. Ich könnte das Ganze auch jetzt wieder zum Beispiel mit ls-alh klein t nach Zeitstempel sortieren, wenn ich weiß, ich habe jetzt zum Beispiel in letzter Zeit irgendwas erstellt, was relativ groß ist, dann wird mir das hier nach Datum absteigend dargestellt. Eine weitere Möglichkeit, sich die Festplattenauslastung anzuzeigen, sind verschiedene grafische Tools. Mein persönlicher Favorit ist dabei die Applikation JDisk Report. JDisk Report gibt es für alle Betriebssysteme und kann aus dem Internet heruntergeladen werden. Die URL verlinke ich euch in der Beschreibung. Das findet ihr hier auf der Webseite jgoodies.com. Hier findet ihr einen Download. Ich verwende immer die stabile Version. Hier gibt es einmal eine Beta, aber hier unten findet ihr auch die stabile Version. Ich lade mir also das ZIP-Archiv herunter für Windows und Linux. Bei JDisk Report handelt es sich um eine Java-Applikation. Java müssen wir dazu zuerst auf dem System installieren. Ich packe aber jetzt schon mal dieses Archiv
Ich habe hier in meinem Home-Verzeichnis für solche Sachen einen Ordner Bin angelegt und packe dort JDisk Report rein. Jetzt schließe das auch und muss jetzt noch Java installieren. Also das kann ich zum Beispiel mit sudo apt install default-jri machen. Gebe mein Passwort ein und jetzt wird mir im Hintergrund Java bereits installiert. Das ist ein JAR-File. Jetzt können wir nochmal in das bin-Verzeichnis gehen. Bin JDisk Report mit CD wechsle ich dort hinein und sehe, hier gibt es ein sogenanntes JAR-File. Das kann ich jetzt öffnen mit java-jar jdiskreport.jar. Jetzt startet die Applikation. Hier kommt noch ein Quick-Tipp. Und ich kann mein Home-Verzeichnis auswählen. Ich kann aber auch einen anderen Ordner, den ich scannen möchte, hier angeben. Ich gebe jetzt mal mein Home-Verzeichnis an und schon hat er es gescannt. Hier sehe ich bereits, okay, die Gesamtauslastung ist 4,5 GB. Ich kann mir hier unten auch die Dateien anzeigen lassen und da sehe ich sogar schon, dass meine ISO TuxWiz Rolling schon 4 GB davon braucht. Ich könnte jetzt auch in einzelne Verzeichnisse reingehen, sehe jetzt hier, aha, da gibt es jetzt ein Downloads-Verzeichnis und da gibt es jetzt auch nochmal verschiedene Ordner oder Dateien drin, die viel brauchen. Und jetzt zum Beispiel Linux Wallpapers mit Unterverzeichnissen und hier kann ich mir für die ganzen einzelnen Dateien auch anzeigen lassen, was wie viel Platz braucht. Also JDisk Report ist eine einfache Möglichkeit, sich die Auslastung der Festplatte anzeigen zu lassen. Ich habe in aktuellen TuxWiz ISOs JDisk Report bereits für euch mit eingebaut und ihr findet es dort im Menü unter Zubehör JDisk Report. Dort könnt ihr es einfach starten. Dazu habe ich einfach einen .desktop-Datei erstellt und die bei mir in das .local share applications Verzeichnis kopiert. Hier gibt es neu eine JDisk Report.desktop und hier starte ich die Applikation mit ein paar Optionen, dass die Schriften sauber dargestellt werden und habe hier noch ein Icon angegeben. Das Icon habe ich wie üblich nach User Share Pixmaps kopiert. User Share Pixmaps, JDisk Reports, können wir uns auch nochmal angucken. Das habe ich einfach aus dem Internet heruntergeladen, kann ich mir mit GPIC View hier noch anzeigen lassen und ich sehe, hier habe ich auch noch das schöne Icon. Ihr habt jetzt also verschiedene Möglichkeiten, euch die Festplattenauslastung auf eurem Linux-System auf einfache Weise darstellen zu lassen. Ich nutze in vielen Fällen die Kommandozeile, aber auch das grafische Tool ist oftmals nützlich, wenn man das Ganze ein bisschen visualisiert haben möchte. Probiert es für euch doch einfach mal aus und teilt mir in den Kommentaren mit, was für euch am besten funktioniert. Ich freue mich drauf. Vergesst auch nicht, unsere Telegram-Community beizutreten, denn dort tauschen wir uns regelmäßig zu aktuellen Themen rund um Linux aus. Bis bald. Tschüss.